Erstens haben wir es natürlich mit einer akuten psychosozialen Belastung zu tun. Wir müssen uns mit dem Virus selbst auseinandersetzen. Wir müssen uns mit der Quarantäne auseinandersetzen, mit dem Lockdown. Wir müssen uns mit der Sorge, angesteckt zu werden, auseinandersetzen. Das ist ja schon eine psychische Belastung. Wir müssen uns sorgen um unsere Angehörigen oder Freunde, die gegebenenfalls schwere Folgen davontragen. Das heißt, das sind ganz realistische Ängste. Dann zweiter Punkt, es gibt zunehmend Studien, die zeigen, dass wenn man an einer schweren Covid-19-Infektion gelitten hat, dass dann durchaus auch das Gehirn mit betroffen sein kann. Und auch da hat man nun mittlerweile Daten darüber, dass auch Angst und Depression infolge der Corona-Infektion durchaus zusammen mit so einem Erschöpfungs- und Fatigue-Syndrom auftreten können. Und der dritte Punkt, die Maßnahmen gegen das Virus sind natürlich vollkommen rational, vernünftig und müssen in diesem Ausmaß auch sicherlich epidemiologisch, virologisch so durchgeführt werden. Aber eine Quarantäne, ein Lockdown bedeutet eine Reduktion sozialer Kontakte. Das bedeutet eine Quarantäne, in der Ehepaare plötzlich ganz nah aufeinander sitzen. Die häusliche Gewalt nimmt zu, die Konflikte nehmen zu, Kinder sind zu Hause, Kinder werden nicht mehr richtig beschult, haben auch die soziale Entwicklung, die sie jetzt über ein Jahr eigentlich nehmen müssten, durch den Kontakt mit Gleichaltrigen, die schulische Förderung nicht genossen. Und diese Auswirkungen, die schlagen sich sicherlich in der psychischen Gesundheit wieder. Und wir wissen, dass das so ist, nachdem China und USA uns so ein bisschen voraus sind in der Datenerhebung und auch schwerer betroffen waren, zumindest in der ersten Welle. Wir wissen, dass zum Beispiel Angsterkrankungen von 8% 2019 im gleichen Zeitraum in 2020 auf 30% gestiegen sind. So ungefähr sind die Verhältnisse. Und das wird sicherlich noch mal aggravierter werden, nachdem in dieser ersten Welle eben diese wirtschaftlichen Folgen noch gar nicht so spürbar waren. Selbst wenn Sie keine Struktur haben durch Arbeit oder durch einen geregelten Tag im Büro, schaffen Sie sich die Strukturen zu Hause. Frühstück um die gleiche Zeit, Mittagessen um die gleiche Zeit, einen Spaziergang um 3 Uhr bis 4 Uhr. Sie haben sozusagen einen Stundenplan. Das ist entscheidend. Neben der Struktur ist sportliche Betätigung extrem wichtig. Sport ist ein belegtes Antidepressivum und auch präventiv wirksam. Wichtig ist, dass Sie sich sozial, so weit wie es eben möglich ist, weiter betätigen. Das heißt, entweder digital, virtuell oder eben mit der erlaubten Anzahl von Menschen, denn man weiß, dass der Kontakt zu Menschen natürlich extrem wichtig ist, was die Vorsorge bezüglich psychischer Erkrankungen angeht. Und jetzt sprechen wir immer von dem, was man machen soll. Man kann auch von dem sprechen, was man lassen soll. Und lassen sollte man Medienkonsum, übermäßigen Medienkonsum, weil man weiß, dass das ständige Surfen auf den sozialen Medienkanälen, auf NTV, das Abonnement von Breaking News, dass einen das extrem psychisch verunsichern kann. Und man weiß, dass die Uncertainty, also die Unsicherheit hinsichtlich der Wertigkeit dieser Information, die Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit für psychische Erkrankungen erhöht. Das heißt, auch junge Menschen sind häufiger von Angst und Depression betroffen als ältere, weil, und dieser Zusammenhang ist belegt, weil junge Menschen doch sehr viel mehr soziale Medienkanäle besuchen. Finger weg von Substanzen, Finger weg von Alkohol, Finger weg von Nikotin, vor allem von Alkohol und von Drogen. Man ist versucht, im Lockdown ohne Tagesstruktur bereits um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr zum Alkohol zu trinken. Ist ja sozusagen keine Kontrolle mehr von außen da. Es ist langweilig. Man hat vielleicht tatsächlich auch die Arbeit verloren. Und das ist aber der Beginn in die Negativspirale. En gros würde ich sagen, dass die Resilienz der Bevölkerung sicherlich sehr hoch einzuschätzen ist. Und auch ich persönlich sehe, dass die Corona-Krise und auch ihre Bewältigungsmaßnahmen auch was Positives haben. Natürlich sieht man sich weniger, das ist alles das Negative, aber das Positive ist, dass man entschleunigt. Man ist dankbarer für die Selbstverständlichkeiten, nachdem einem einige Selbstverständlichkeiten genommen wurden. Und man ist, denke ich, schon achtsamer geworden für das, was einem so im Alltag begegnet. Sei es das Klopapier oder noch Wesentlicheres. Es gibt ja digitale Angebote von Gottesdiensten zum Beispiel, wo man sich online als Gemeinde versammelt. Sicherlich ist es gut zu telefonieren an Weihnachten, wenn man sich eben gerade nicht sehen kann. Und vielleicht auch die stille Nacht einmal auch still sein zu lassen. Alleine sein kann auch bedeuten, zu sich zu kommen, das Jahr Revue passieren zu lassen, so eine Art Standortbestimmung zu machen.
Das Kind an der Krippe mit seinen zwei Eltern war auch ziemlich alleine. Und die Heiligen Drei Könige kamen auch erst am 6. Januar.